machst doch sonst nicht so ein Theater. Ich werde jetzt gehen, Herr Helmer, oder haben Sie noch irgendwas für mich? Sven, warum können Sie sich nicht angewöhnen, mich mit meinem Vornamen anzureden? Ich glaube, das wäre nicht gut. Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Ich habe keine Angst. Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit, Sven. Frau Helmer? Ja, Moment. Frau Gerber. Ja, bitte. Thomas? Entschuldige, dass ich dich störe, aber Josef ist nicht zu Hause. Hast du eine Ahnung, wo er so spät noch hingegangen sein könnte? Warum bist du so aufgeregt? Er ist doch öfter nicht zu Hause. Ja, aber heute wollte er auf mich warten. Er hat es ausdrücklich gesagt. Wir wollten uns aussprechen. Außerdem... Ja? Der Hund benimmt sich so eigenartig. Ja, was soll schon sein, Jana? Gute Nacht. Gute Nacht. Wo ist der Tote? In der Rechtsmedizin. Nach unseren Informationen hat sich Josef Gerber erhängt. Also Selbstmord. So haben wir es auch der Presse mitgeteilt. Na und? Was sollen wir dann hier? Wir haben Spuren gefunden, die nicht zu einer Selbsttötung passen. Ruf bitte im Präsidium an. Werner Riedmann und Axel Richter sollen herkommen. Axel Richter vom K4? Ja, der ist jetzt bei uns. Wie lange sind die Beamten schon unten? Seit heute Nacht. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Du wirst jetzt viel Kraft brauchen. Ich wusste, er war ein Feigling. Jana, er ist tot. Gerade darüber rede ich. Dass er so weit gehen würde, hätte ich ihm nicht zugetraut. Als ich nach Hause kam, war er schon tot. Ich konnte es ihm nicht mehr sagen. Im ganzen Raum gibt es Fingerspuren. An den Regalen, an den Werkzeugen, aber weder an dem Glas, obwohl daraus getrunken wurde, noch an der Flasche. Alles sorgfältig abgewischt. Und auf dem Stuhl, auf den er sich gestellt haben muss? Fehlanzeige. Außerdem wurden Reste irgendeiner Substanz im Glas gefunden. Vielleicht ist er betäubt worden und dann erhängt. Und hinterher wurden alle Fingerspuren beseitigt. Ja, das war ein grober Fehler. Muss jemand gewesen sein, der nicht nachgedacht hat. Wieso? Besser gar keine Fingerspuren als die vom Täter. Ja, und die Reste im Glas? Nee, da hat jemand in Panik gehandelt. Dieser Zettel lag auf dem Tisch. Ja, also doch ein Abschiedsbrief. Da steht denn drauf? Nur ein Wort und eine Zahl. Seite 68. A900 Richtung München zwischen Garching Nord und Freimann. 7 Kilometer zäh fließender Verkehr und in der Gegenrichtung. Bist du noch hier, Sven? Ja, ich bin kein Gespenst. Behinderungen wegen einer Baustelle. Und deine Arbeit?
glaube nicht, dass der Helmer heute zum Arbeiten aufgeregt ist. Wieso? Es kam gerade in den Frühnachrichten. Berühmter Schriftsteller erhängte sich. Josef Gerber ist tot. Also ist er tot. Dein schlimmster Feind ist tot. Sagst du so, als ob ich es getan hätte. Hast du es getan? Also, wir müssen von einem Mord ausgehen. Axel, fahr bitte ins Präsidium. Versuch, so viel Informationen wie möglich über Josef Gerber zu bekommen. Ja? Okay, dann bis später. Ich hätte mit Frau Gerber reden müssen. Der Ruhm hat ihm kein Glück gebracht. Weißt du was über ihn? Nicht viel. Er hat 3 Bücher geschrieben, 3 Welterfolge. Danach wurde es dann ruhiger um ihn. Entschuldigen Sie bitte, wer sind Sie? Röver, Paul Röver. Ich bin gleich hergekommen, als ich gehört habe, was passiert ist. Von wem haben Sie das gehört? Jana, ich meine, Frau Gerber hat mich angerufen. Würde es Ihnen was ausmachen, meinen Kollegen einige Fragen zu beantworten? Sie kommen spät, Sven. Tut mir leid, ich dachte... Was dachten Sie? Wissen Sie es denn noch gar nicht? Sprechen Sie nicht weiter. Ich weiß alles, was man wissen muss. Aber wundern Sie sich nicht, dass ich im Garten bin. Ich gehe doch sonst nie aus dem Haus. Aber heute Morgen hatte ich das Bedürfnis nach frischer Luft. Na, haben Sie sich so das Arbeitszimmer eines berühmten Schriftstellers vorgestellt? Herr Röver, mich interessiert nur, in welcher Beziehung Sie zu dem Toten standen. Ach, ich wusste gar nicht, dass man auch nach einem Selbstmord verhört wird. Wenn es ein Selbstmord war. Wollen Sie damit andeuten, Josef sei keines natürlichen Todes gestorben? Halten Sie Selbstmord für einen natürlichen Tod? Herrgott nochmal, Sie wissen genau, was ich meine. Wollen Sie sagen, er sei ermordet worden? Ja. Das ist absurd. Er hat sich aufgehängt. Damit war zu rechnen. Wie meinen Sie das? Josef war ein kranker Mann, er litt unter Verfolgungswahn, er fühlte sich von aller Welt bedroht. Auch von Ihnen. Ich habe mit der Rechtsmedizin telefoniert. Die haben schnell gearbeitet. Ja? Die Ergebnisse sind natürlich nur vorläufig. Bernhard, du hast deine Begabung, alles sehr spannend zu machen. Die Todeszeit ist ungefähr Mitternacht. Sie haben im Blut und im Magen hohe Konzentrationen eines Betäubungsmittels festgestellt. Gut, die Sache scheint ja eindeutig zu sein. Sag mal, hast du eigentlich gewusst, dass eines der Bücher, die Josef Gerber geschrieben hat, von einer Psychosekte handelt? Er hat kein gutes Haar niedergelassen. Ich bin wohl der Einzige, der seine Bücher nicht gelesen hat. Was hältst du davon, wenn du dich da mal umsiehst? Suchen Sie mich, ich bin hier. Guten Tag. Frau Gerber, ich muss jetzt leider mit Ihnen reden. Was gibt's denn noch zu reden? Ich habe alles gesagt. Wer sind Sie? Oh, Entschuldigung, mein Name ist Kress, ich bin Leiter einer Mordkommission. Begreifen Sie, was das bedeutet, dass man uns diesen Fall übertragen hat? Es gibt viele Anzeichen dafür, dass der Tod Ihres Mannes kein Selbstmord war. Schon gut, ich habe verstanden. Ich habe auch mal das Abitur gemacht. Josef ist tot. Zuerst hat er Selbstmord begangen und jetzt wurde er umgebracht. Sie haben ja keine Ahnung, wie er sich darüber freuen würde. Über diese Verwirrung, dieses Durcheinander. Er liebte es, Geheimnisse zu haben. Er liebte es nicht nur, er hatte sie auch nötig. Wann sind Sie gestern Abend nach Hause gekommen? Spät? Sehr spät. Josef war nicht da. Ich habe Thomas angerufen. Thomas?
Thomas Helmer ist Josefs Freund. War Josefs Freund. Auch aus Studienzeiten. Sein einziger Freund. Nach dem Anruf bin ich in den Keller gegangen. Warum? Ja, weil der Hund sich so merkwürdig benommen hat. Er gab keine Ruhe. Ich fand Josef. So war's. Dann habe ich die Polizei angerufen. Und jetzt lassen Sie mich bitte allein. Warum hat denn der so eilig? Vielleicht hat er sich über mich geärgert. Hast du was erfahren? Nicht viel. Ein gewisser Thomas Helmer war der einzige und beste Freund von Josef Gerber. Ja, das ist nichts Neues, soweit bin ich auch schon. Was hast du denn da? Das habe ich da drin gefunden. Und, was ist drin? Drohbriefe. Alle aus der letzten Zeit und alle natürlich anonym. Drohbriefe mit der Hand geschrieben? Ja, immer dieselbe Handschrift. Worum geht's denn? Es geht um diese Sekte. Anscheinend hat Josef Gerber mit seinem Buch die Gefühle des Briefschreibers verletzt. Die Sekte? Was droht ihm der Briefschreiber an? Er schreibt wörtlich, Gott oder ein Gerechter wird Ihnen die verdiente Strafe zukommen lassen. Glaube und Wissenschaft, guten Tag. Ich verbinde. Guten Tag, mein Name ist Riedmann. Polizei? Wir ermitteln in einem Mordfall. Sind Sie sicher, dass Sie hier an der richtigen Adresse sind? Wenn dies der Sitz von Glaube und Wissenschaft ist, bin ich hier an der richtigen Adresse. Ist der Tote ein Mitglied von uns? Nein. Ich verstehe nicht. Er hat Ihre Sekte kritisiert, in einem Buch. Der Tote war ein bekannter Schriftsteller. Ich rufe Herrn Stieglitz an. Er ist unser Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht kann er Ihnen weiterhelfen. Ja, ein Polizeibeamter ist hier von der Mordkommission. Ja, gut. Herr Stieglitz erwartet Sie. Zimmer 203, zweiter Stock. Sehr freundlich von Ihnen. Gerd, wir sind vorhin nicht weitergekommen. Du wolltest mir noch was über Josef Gerber erzählen. Ich kenne nur seine Bücher, das sind spannende Geschichten. Im ersten Buch liebt eine Frau die Schwester ihres Mannes. Das zweite Buch ist ruhiger. Es handelt vom Betrug eines Mannes an seinem besten Freund. Und das dritte Buch ist dann das Buch über die Sekte. Sind das autobiografische Geschichten? Vielleicht. Röwer hat behauptet, Gerber sei ein kranker Mann gewesen. Er hätte an Verfolgungswahn gelitten. Na ja, so wie es aussieht, hatte er ja wohl mit seinen Ängsten nicht so ganz unrecht. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Mein Name ist Stieglitz, bitte. Jetzt stehe ich Ihnen zur Verfügung. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ist Ihnen der Name Josef Gerber ein Begriff? Josef Gerber? Warten Sie, ist das nicht der Schriftsteller? Ich vermute, Sie kennen seinen Namen sehr genau. Er hat ein Buch über Ihre Sekte geschrieben. Josef Gerber ist ermordet worden. Ja? Für Sie. Du solltest etwas wissen. Gerd hat im Schreibtisch des Opfers einen Ordner mit Drohbriefen gefunden. Darin geht es um diese Sekte. Anonym? Natürlich anonym. Indirekt wird Josef Gerber mit dem Tod bedroht. Könnt ihr einen dieser Drohbriefe hierher faxen, sobald ihr im Büro seid? Ja, klar, machen wir. Faxnummer? Können Sie mir Ihre Faxnummer geben? Geht es nicht ein bisschen zu weit? Ist Ihre Faxnummer denn geheim? 685303. Danke. Hörst du, Leo? 685303. Ja, ich komme dann ins Büro. Nun, da seid ihr endlich. Na, gibt's Neuigkeiten? Ja. Josef Gerber hatte ein Geheimnis. Mir war von Anfang an so, als hätte ich seinen Namen schon mal in einem Gerichtsbericht bei uns drüben in der Mordkommission 4 gelesen. Gerichtsbericht? Sieh dir diesen Mann an.
Josef Gerber hat ihn vor 2 Jahren erschossen. Wie heißt er? Kurt Kowalski. Von Beruf Schlosser, ein völlig unbescholtener Mann. Ja, und macht sie so spannend. Die Geschichte ist ganz einfach. Dieser Kurt Kowalski ist durch die Hintertür in Josef Gerbers Villa eingedrungen. Warum? Das weiß niemand so genau. Vielleicht wollte er was stehlen, vielleicht wollte er auch nur nach dem Weg fragen. Und Gerber hat sofort geschossen? Ja. Vor Gericht hat er ausgesagt, er hätte sich extrem bedroht gefühlt und hätte aus Notwehr gehandelt. Und ist er damit durchgekommen? Mhm. Nach einigem Hin und Her ist er dann freigesprochen worden. Das passt zu Röbers Aussage, er hätte an Verfolgungswahn gelitten. Gibt es Verwandte von diesem Kowalski? Was ich nicht verstehe ist, warum kommen Sie zu uns? Weil Josef Gerber ermordet wurde. Ja, das habe ich begriffen, aber ich begreife den Zusammenhang nicht. In diesem Buch geht es darum, dass Ihre Sekte einen jungen Mann durch Psychoterror zum Mörder macht. Ist es nicht ein Roman? Und sind Romane nicht erfundene Geschichten? Sie können durchaus auf Tatsachen beruhen. Gerber hat Sie in Ihrem empfindlichsten Nerv getroffen. Wissen Sie, wir leben in einer anderen Welt. So etwas tangiert uns nicht. Ich weiß, Sie sind eine Glaubensgemeinschaft. Zur Sache. Was wollen Sie eigentlich? Haben Sie irgendwelche Beweise? Sie lässt uns warten. Wahrscheinlich übt sie ihre Rolle vor dem Spiegel. Und welche Rolle wird sie spielen? Wer weiß? Die trauernde Witwe? Die eiskalte Lady? Bei ihr weiß man es nie genau. Sie mögen sie nicht, hm? Nein. Mochten Sie Josef Gerber? Er war mein Freund, ganz offiziell. Und inoffiziell? Sie stellen indiskrete Fragen, junger Mann. Ich könnte Ihnen auch unbequeme Fragen stellen. Welche? Sie haben sich mit einem falschen Namen bei mir eingeführt. Ich heiße Sven Krüger. Nein. Sie haben einen polnischen Nachnamen. Kowalski, oder? Ich habe das Gerichtsverfahren gegen Josef sehr genau verfolgt. Auf einem Foto aus dem Gerichtssaal habe ich Sie entdeckt, deutlich. In der ersten Reihe, auf den Zuschauerbänken. Und? Wie freundlich von dir zu kommen. Setzt euch. Sie auch. Es macht mich nervös, wenn jemand hinter mir steht und mich beobachtet. Sie beobachten mich doch. Warum sollte ich das tun? Um festzustellen, ob die Tränen, die ich gleich weinen werde, echt sind. Sparen wir uns die verlogenen Worte, Thomas. Du hast Josef gehasst und ich habe ihn nicht mehr geliebt. Wie du meinst, Jana. Und dein junger Sekretär hatte, wenn er hier war, ein auffälliges Interesse an allem, was Josef betraf. Wie kommen Sie darauf? Ich habe nie mit Ihrem Mann gesprochen. Aber Sie haben sich nicht ein einziges Wort entgehen lassen, wenn Sie hier waren. Und Sie haben unser Haus studiert, als wollten Sie einbrechen. Was soll das? Jana, lass ihn in Ruhe. Du wirst gleich verstehen, warum ich so rede, Thomas. Du weißt noch nicht alles. Ich weiß, dass Josef tot ist. Und das ist furchtbar. Aber du weißt nicht, dass die Polizei davon ausgeht, dass er ermordet wurde. Ein anonymer Drohbrief. Was können Sie damit schon anfangen? Er ist ein starkes Indiz dafür, dass Ihre Sekte in diesen Mordfall verwickelt ist. Wie viele anonyme Briefe bekommen Sie täglich? Der Mann, der diesen Drohbrief bekommen hat, ist jetzt tot. Wir haben ihn erhängt in seinem Keller aufgefunden. Ich glaube, Sie sollten die Sache ernster nehmen. Was wollen Sie konkret? Namen. Die werden Sie nicht bekommen.
Gut, für die Folgen sind Sie verantwortlich. Folgen? Es könnte zum Beispiel sein, dass der Staatsanwalt eine Durchsuchung Ihres Büros veranlassen wird. Machen Sie nicht lächerlich. Warten Sie. Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen. Zufällig kenne ich die Handschrift in diesem Brief. Woher? Dieser Mann hat auch uns Briefe geschrieben, fast täglich. Warum? Wir mussten ihn vor einiger Zeit aus unserer Glaubensgemeinschaft ausschließen. Was hat er getan? Er hielt sich nicht an das Gebot, Dinge, die nur uns etwas angehen, für sich zu behalten. Ich bin noch Geschäftsmann. Wenn ich Ihnen den Namen des Briefschreibers nenne, können wir davon ausgehen, dass unsere Glaubensgemeinschaft nicht in den Akten erscheint. Das ist alles über den Prozess gegen Josef Garber, was ich gefunden habe. Gerichtsprotokolle, Pressestimmen, Fotos von der Verhandlung. Werner, hast du was erreicht? Ja, aber ich muss mich erst mal erholen von diesem Typ, mit dem ich gesprochen habe. Du bist ja richtig wütend. Ja. Andererseits habe ich den Namen des anonymen Briefeschreibers erfahren. Tatsächlich? Wie heißt er? Rudolf Bang, Hermann Kaufmann, Weg 8. Gut, Werner, gut. Aber unsere Fakten sind nach wie vor dürftig. Ein Totschlag in vermeintlicher Notwehr, den Josef Garber vor 2 Jahren begangen hat, aber freigesprochen wurde. Und ein Mann, der ihm anonyme Drohbriefe geschrieben hat. Das ist alles. Rache ist ein starkes Motiv. Und religiöser Fanatismus auch. Trotzdem müssen wir erstmal uns mit den Menschen beschäftigen, die dem Opfer nahestehen. Seine Frau. Der Hausfreund Paul Röwe. Ja, und Thomas Helmer. Er war der Erste, den Jana Gerber angerufen hat. Axel, kannst du dich gleich mal mit diesem Herrn Bang unterhalten? Alles klar, Herr Kommissar. Nee, du willst sicher noch mal mit Jana Gerber sprechen. Nee, das wirst du machen. Dir wird sie sicher mehr erzählen als mir. Guten Tag, Herr Bang. Was wollen Sie? Mit Ihnen reden. Ich will aber nicht mit Ihnen reden. Mein Name ist Axel Richter, ich bin Polizeibeamter. Darf ich reinkommen? Nein. Also gut. Ihren Ausweis. Ich möchte Ihren Ausweis sehen. Was wollen Sie? Kennen Sie diesen Brief? Ich habe meine Brille nicht dabei. Wohnen Sie hier? Ja. Dann haben Sie Ihre Brille doch sicher in Ihrem Häuschen. Mein Name ist Chris, ich möchte mit Herrn Helmer sprechen. Ist er da? Chris? Ja, Kriminalpolizei. Ah ja, ja, Herr Helmer ist gerade zurückgekommen, ja. Wieso zurückgekommen? Wir waren gerade zusammen bei Frau Gerber. Ah ja, wer sind Sie? Mein Name ist Sven Kröger, ich bin der Sekretär von Herrn Helmer. Sekretär? Herr Helmer schreibt zurzeit seine Lebenserinnerung und ich helfe ihm dabei. Hier wohne ich und hier bete ich. Beeindruckend, wirklich. Sehr beeindruckend. Woher haben Sie diesen Brief? Wir haben ihn bei einem Toten gefunden. Einem Toten? Ja. Sie haben Josef Garber diesen Brief geschickt und jetzt ist er tot. Das ist eine gute Nachricht. Warum? Dieser Mann hat unseren Glauben in den Dreck gezogen. Er hat uns alle erniedrigt. Und deshalb haben Sie ihm Morddrohungen geschickt. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie mich verstehen. Kannten Sie Josef Garber überhaupt persönlich? Ja, ich kannte ihn. Er war oft hier bei mir. Er war hier? Ja. Aber das
Das ist lange her. Wo ist Ihr Sekretär hingegangen? Er besorgt mir die Tageszeitungen. Aha, Sie wollen die Berichte über Josef Gerbers Tod lesen? Natürlich. Ich bin alt und neugierig. Da geht's Ihnen wie mir. Hm. Außerdem war Josef Gerber ja Ihr Freund. Das auch. Man hat mir erzählt, in seinem letzten Buch geht es um einen Mann, der seinen besten Freund betrügt. Ja, ein erstaunlich gutes Buch. Ist der Mann in diesem Buch Josef Gerber und sind Sie der Freund, der betrogen wird? Literatur, Sie nehmen sie zu ernst. Danach. Das darf doch nicht wahr sein. Folgen Sie mich. Sieht ganz so aus. Was wollen Sie verdammt nochmal? In Ihrem Büro sagte man mir, dass Sie hier sind. Ja, und was wollen Sie? Fragen stellen. In welcher Beziehung standen Sie zum Ehepaar Gerber? Es dürfte Ihrem Spürsinn nicht entgangen sein, dass ich einen Verlag leite. Sie waren aber nicht der Verleger von Josef Gerber. Noch nicht. Sein nächstes Buch sollte bei mir erscheinen. Welches Buch? Ja, das ist, an dem er gerade geschrieben hat. Das ist nicht fertig geworden. Und Jana Gerber, seine Frau? Was ist mit ihr? Wie gut kennen Sie Jana Gerber? Gut genug, um nicht darüber zu reden. Ja. Sie kommen ungelegen. Was wollen Sie? Soll ich später wiederkommen? Sie sind wenigstens höflich. Na gut, kommen Sie rein. Wenn Sie mir nicht sagen wollen, wie gut Sie Jana gerne... Lassen Sie Ihre Hände von Jana. Sie ist zu schade für die Polizei. Wenn Sie nicht darüber reden wollen, dann reden wir über Josef Gerber. Das Opfer. Das Opfer? Sie haben ihn nicht gekannt. Kann ich nur sagen, Sie haben Glück gehabt. Mit anderen Worten, ihn mochten Sie nicht so. Ihre höfliche Art geht mir auf die Nerven. Ich mag keine Ironie. Er war ein kranker, egoistischer Scheißkerl. Wieso? Er hat nur an sich gedacht. Seinen Erfolg, seinen Ruhm. Alle anderen waren seine Feinde. Er war so misstrauisch, dass er am liebsten alle Gäste nach Waffen durchsucht hätte. Und Sie und Jana Gerber? Verschwinden Sie endlich, ja? Das hier ist mein Zimmer. Meine Welt. Seit Josef tot ist, fühle ich mich nur noch hier wohl. Ihr Arbeitszimmer? Mein Arbeitszimmer. Nehmen Sie doch Platz. Sie wissen es natürlich nicht und ich nehme es Ihnen auch nicht übel. Aber ich schreibe auch Bücher. Und Sie sind Schriftstellerin? Ja. Ich schreibe Bücher für Kinder. Mit dem Ruhm meines Mannes konnte ich natürlich nicht mithalten. Wo waren Sie gestern Nacht so gegen 24 Uhr? Im Bett. In wessen Bett? In meinem Bett. In meinem Schlafzimmer, in meiner Wohnung. Was wollen Sie denn? Habe ich vielleicht ein Motiv? Wenn Sie Jana Gerber besser kennen, als Sie zugeben, ja. Wer verlegt Ihre Bücher? Haben Sie es noch nicht erraten? Paul Röver. Der Mann, der gestern hier war? Er verdient viel Geld mit mir. Und wie gut kennen Sie Paul Röver? Ihre Fragen verraten nicht viel Fantasie. Ich bin kein Schriftsteller. Nun, er wird es leugnen. Aber Sie werden die Wahrheit sowieso herausfinden. Paul Röver ist mein Geliebter. Ah. Josef Gerber, das falsche Gesicht. Wie ich sehe, haben Sie wie ein Spürhund eine Fährte gewittert.
Polizeibeamte sollten die Finger von der Literatur lassen. Wie war Ihr Verhältnis zu Josef Gerber? Ich kannte ihn seit meiner Jugendzeit. Da bleiben einem keine Fehler verborgen. Ja, das war früher. Wie war's jetzt? Er war für mich immer noch der einzige Mensch, mit dem ich wirklich reden konnte. Wo waren Sie gestern Nacht? Ich meine so um Mitternacht. Hier in diesem Haus, in meinem Sessel. Aber Zeugen dafür haben Sie nicht. Doch, meine Bücher. Hier sitze ich oft. Jetzt, wo ich mehr allein bin und denke nach. Warum sind Sie allein? Die Glaubensgemeinschaft hat mich ausgeschlossen. Ich darf nicht mehr an den Sitzungen, an den Auditorien teilnehmen. Warum nicht? Sie haben es schließlich doch herausbekommen. Was? Das ist jetzt 3 Jahre her, da war Josef Gerber zum ersten Mal hier bei mir. War freundlich und aufgeschlossen. Ich habe ihm vertraut. Was wollte er von ihm? Er hat sich in mein Vertrauen eingeschlichen. Ich habe ihm alles erzählt. Ich dachte, er ist einer von uns, er will zu uns kommen. Aber in Wirklichkeit... Ja? In Wirklichkeit hat er ein bitterböses und gemeines Buch über uns geschrieben. Sie waren also sein Informant? Als das entdeckt wurde, hat man mich ausgeschlossen. Und seitdem hassten Sie Josef Gerber? Ja. Aber ich habe ihn nicht getötet. Wo waren Sie gestern Abend, so gegen Mitternacht? Ich war hier. Allein? Nachbarn waren hier, wir hatten eine Andacht. Ich werde Sie fragen. Das ist Ihr Beruf. Wollen Sie die Wahrheit wissen, warum ich nicht für Erwachsene schreibe? Ich wollte nicht werden wie Josef, mein Mann. Das verstehe ich nicht. Dieses Buch hier ist ein Betrug. Ein Betrug? Als Josef noch ein kleines Licht war, kaum etwas veröffentlicht hat, da gab ihm sein Freund, der auch Schriftsteller war, ein fast fertiges Manuskript zu lesen. Josef sollte sagen, ob es ihm gefällt. Wer war der Freund? Mein Mann hat diesem Freund seine Geschichte gestohlen. Er hat ein eigenes Buch daraus gemacht. Es wurde ein Welterfolg. Und der Freund hat sich das gefallen lassen? Er hat sich zurückgezogen in sein Gehäuse. Wie eine Schnecke, die man zu heftig berührt hat. Er hat weitergeschrieben. Aber er hat nie etwas veröffentlicht. Sie müssen gehen. Ich halte Sie nicht auf. Ein Kollege wird mich abholen. Ich möchte Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte einer Frau, die mit einem berühmten Schriftsteller verheiratet ist. Eine wahre Geschichte? Finden Sie es heraus. Die Frau leidet unter dem Erfolg ihres Mannes. Sie ist selbst ehrgeizig. Sie betrügt ihn. Zuerst nur aus Bosheit, später wird es immer ernster. Wie ernst? Ja, ich glaube nicht, dass man bei dieser Frau von Liebe reden kann. Aber sie hat einen Geliebten und der Schriftsteller kommt dahinter. Wie reagiert er? Da er sehr eitel ist er in seiner Eigenliebe tödlich verletzt. Aber hier endet die Geschichte. Fehlen nur noch die Namen. Ich bin ein Geschichtenerzähler, meine Namen sind alle erfunden. Dann nenne ich sie. Der Schriftsteller heißt Josef Gerber. Die Frau, die einen Geliebten hat, ist Jana Gerber. Und ihr Liebhaber heißt Paul Röver. Wie hieß der Freund, den ihr betrogen habt? Er hat ihn gehasst, aber nach außen blieben sie Freunde. Hasst er ihn so, dass er ihn hätte umbringen können? Das müssen Sie ihn selber fragen. Der Freund heißt Thomas Helmer.
Guten Tag. Tag, wer sind Sie? Mein Name ist Sven Kröger, ich bin der Sekretär von Herrn Helmer. Ja, ich heiße Axel Richter, Kriminalpolizei, will meinen Chef abholen. Ja, selbstverständlich, kommen Sie rein, ich werde Bescheid sagen. Ja? Mein Mann möchte an Kress sprechen. Kann er reinkommen? Ja, bitte. Herr Kommissar Kress? Nein, mein Name ist Heimann. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Herr Kress ist leider im Moment nicht da. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Worum handelt es sich? Ist Leo noch nicht zurück? Nein, Axel holt ihn ab. Rudolf Bank könnte der Täter sein, aber er hat ein Alibi. Ich hab's überprüft. Warum könnte er der Täter sein? Josef Gaber hat ihn unwissentlich zum Informanten für sein Buch gemacht. Und daraufhin hat ihn diese Sekte vor die Tür gesetzt. Dafür muss er Josef Gaber gehasst haben. Oh ja, das hat er auch. Und? Sein Alibi? Zwei Nachbarn von ihm waren zur Tatzeit in seinem Haus. Ich hab sie gefragt, sie haben Banks Aussagen bestätigt. Naja, es gibt Leute, die riskieren für einen guten Nachbarn schon mal eine Falschaussage. Wohl wahr. Und? Was hast du erreicht? Warum sind Sie zu uns gekommen? Darf ich bitte aufstehen und herumgehen? Ich kann sonst nicht reden. Ja, bitte, das stört uns nicht. Als ich in der Zeitung gelesen habe, dass Josef Garber ermordet worden ist, dachte ich, es ist meine Pflicht, mich bei Ihnen zu melden. Das war schon ganz richtig. Ich habe also gestern Abend noch einen Spaziergang gemacht. Ich musste über etwas nachdenken. Und das kann ich nur, wenn ich gehe. Mein Weg führte mich am Hause von Josef Garber vorbei. Ich wusste, dass er dort wohnt. Ich habe immer seine Bücher bewundert. Ja, und? Haben Sie etwas gesehen? Ja. Einen jungen Mann. Er schlich durch den Garten zum Haus. Ich glaube, Leo, ich habe da auch eine Entdeckung gemacht. Ja? Dann mal los. Als ich vorhin bei Thomas Helmer geklingelt habe, da hat mir doch so ein junger Typ die Tür aufgemacht. Ja, Sven Kröger, der Sekretär von Helmer. Er heißt nicht Sven Kröger. Wie bitte? Ja, ich habe ihn sofort wiedererkannt. Er heißt Bernd Kowalski. Kowalski? Ich habe die Prozessakten von Josef Gerber durchgesehen. Es waren Fotos dabei. Auch ein Foto vom Sohn des Opfers. Es gibt keinen Zweifel. Sven Kröger heißt also Bernd Kowalski. Und Josef Gerber hat seinen Vater umgebracht. Wieso kommst du schon nach Hause? Was machst du denn da? Das Versteckspiel hat ein Ende. Einer der Polizeibeamten hat mich wiedererkannt. Hat er das gesagt? Nee. Das braucht er nicht sagen. Sein Blick hat genügt. Ich hau ab. Aber du hast doch nichts getan. Bist du dir da ganz sicher? Josef Gerbers Tod war kein Selbstmord. Man hat ihn ermordet. Und irgendjemand muss es ja schließlich gewesen sein. Ich ruf dich an. Ich denke, es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich hingehe. Tschüss. So, Sie müssen das jetzt bitte durchlesen und unterschreiben. Leo, das ist ein Zeuge. Herbert Vogt, Herr Kress. Guten Tag. Guten Tag. Er hat gestern um Mitternacht, also zur Tatzeit, auf dem Grundstück von Josef Gerber einen jungen Mann beobachtet. Würden Sie den Mann wiedererkennen? Vielleicht. Kann ich jetzt gehen? Ja, wir brauchen Sie aber noch, Herr Vogt. Möglicherweise schon morgen. Wir werden dann eine Gegenüberstellung machen. Thomas, du bist also doch gekommen? Du weißt, ich kann die Kante bitte abschlagen. Was hast du der Polizei gesagt? Alles. Hast du auch von mir und Paul gesprochen? Du hast mein Motiv für den Mord sicher auch nicht verschwiegen. Was sind wir doch für Menschen, Thomas? Egoistisch, hinterhältig. Und ängstlich, Jana.
Josef würde sich sicher freuen, könnt ihr uns hier hören und sehen. Im Augenblick spricht alles gegen Sven Kröger alias Bernd Kowalski. Er hat einen falschen Namen benutzt, er hatte Gelegenheit zu der Tat und er hatte ein starkes Motiv, Rache. Außerdem wissen wir, dass ein Zeuge zur Tatzeit einen jungen Mann im Garten des Opfers beobachtet hat. Wir sind schon unterwegs. Oh, hat das nicht Zeit bis morgen? Ist schon spät. Ist besser, wir vernehmen ihn heute noch. Gut. Und die anderen? Ich meine, sie hatten alle ein Motiv. Ich habe sie nicht vergessen. Entschuldigung. Ja, Helmer? Ja, ich bin es, Herr Helmer. Sie, Sven? Wo sind Sie abgeblieben? Sie waren plötzlich verschwunden. Ich muss verreisen. Es ist sehr dringend. Wollen Sie weglaufen, Sven? Ich habe eine Bitte. Ich habe kein Geld. Könnten Sie mir einen Vorschuss zahlen? Kein Problem, Sven. Sie können sich das Geld abholen. Das geht nicht. Ich verstehe. Können wir uns nicht treffen? Im Prinzregentenstadion, beim Westtor. Gut. Ich komme und bringe das Geld mit. Leo, ich gehe in die Kantine was zu essen holen. Scheint ja eine lange Nacht zu werden. Willst du auch irgendwas? Ja. Danke, Axel. Salami oder Schinken? Egal. Gut. Mordkommission 2, Chris. Entschuldigen Sie die späte Störung, hier ist Helmer. Ach, guten Abend, Herr Helmer. Eine Frage, sind Sie daran interessiert zu erfahren, wo sich mein Sekretär aufhält? Ja, sehr. Er wartet auf mich im Prinzregentenstadion beim Westtor. Guten Abend, wir wollen Sven Krüger sprechen. Wir sind von der Kriminalpolizei, wir hätten ein paar Fragen. Ja, ist Herr Krüger da? Sven hat also doch recht. Wie meinen Sie das? Sie werden mich nicht in Ruhe lassen, das hat er gesagt. Wussten Sie, dass Sven Krüger nicht der richtige Name ist? Dein richtiger Name ist Bernd Kowalski. Natürlich wusste ich das. Wir hatten keine Geheimnisse. Aber Bernd ist weg. Wenn alles gut gegangen ist, ist er bereits über die Grenze. Wo ist er hin? Das weiß ich nicht. Guten Abend, Herr Kowalski. Er hat mich also verraten, ja? Haben Sie was anderes erwartet? Ja. Wir müssen Ihnen Fragen stellen, Herr Kowalski, und Sie müssen mitkommen. Also. Setzen Sie sich. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ich glaube doch. Sie haben sich zum Beispiel einen falschen Namen zugelegt. Warum? Ihr Vater hieß Kurt Kowalski.
Josef Gerber hat ihn erschossen, aber er konnte das Gericht davon überzeugen, dass er in vermeintlicher Notwehr geschossen hat und wurde freigesprochen. Haben Sie die Stellung bei Thomas Helmer nur angenommen, um an Josef Gerber heranzukommen? Ich meine, Sie wussten doch, dass die beiden seit Jahren eng befreundet waren. Ich habe Ihnen nichts dazu zu sagen. Da ist er ja. Seine Freundin hat dazu gesagt, er wäre schon über die Grenze. Sein Arbeitgeber hat uns einen Tipp gegeben. Herr Kowalski, wir müssen Sie vorläufig festnehmen. Gut, wir machen Schluss für heute. Morgen früh gleich die Gegenüberstellung. So, meine Herren, Sie bleiben ganz ruhig stehen. Sie schauen gerade aus, Sie sprechen nicht. Also, Herr Vogt, das ist alles ganz harmlos. Brauchen Sie nicht aufzuregen. Schauen Sie sich die Männer ruhig an, die können uns nicht sehen. Und ist derjenige dabei, den Sie in der Mordnacht im Garten von Josef Gerber beobachtet haben? Sie müssen verstehen, es war dunkel. Aber Sie haben gesagt, Sie würden ihn wiedererkennen. Ja, das habe ich gesagt. Lassen Sie sich Zeit, Herr Vogt. Die Nummer 4. Was sagen Sie? Ich bin ganz sicher. Es war die Nummer 4. Und da sind Sie ganz sicher? Ja. Der Mann stand am Haus und sah durch ein Fenster, in dem Licht brannte. Der Lichtschein fiel auf sein Gesicht. Ich bin mir jetzt ganz sicher. Er hat Sie wiedererkannt. Ein Mann hat Sie in der Mordnacht im Garten des Opfers gesehen. Ja, ich war in dem Garten. Ich nehme an, Sie wollten den Tod Ihres Vaters rächen. Nein. Was wollten Sie dann? Warum haben Sie sich von Thomas Helmer unter falschem Namen als Sekretär anstellen lassen? Ich wollte in seiner Nähe sein. In wessen Nähe? In der Nähe des Mörders. Warum? Das verstehen Sie nicht. Versuchen Sie es uns zu erklären. Josef Gerber hat meinen Vater getötet. Das wissen wir. Warum wollten Sie in seiner Nähe sein? Ich wollte ihn kennenlernen. Ich wollte herausfinden, womit ich ihm am meisten Schmerzen zufügen könnte. Sie wollten ihn nicht töten? Das wäre viel zu einfach gewesen. Was wollten Sie in dem Garten? Nachts? Ich bin zum Haus geschlichen und habe durch das Fenster gesehen, hinter dem Licht brannte, sein Arbeitszimmer. Weiter? Ich wollte die Stelle finden, bei der er vor Schmerz aufschreien würde, und dazu musste ich alles über ihn wissen. Ja, und? Was haben Sie gesehen? Ich habe ihn gesehen. Den Mörder meines Vaters, wie er da auf und ab ging und Bücher zum Regal trug. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Nein. Komisch war nur, dass er Handschuhe trug. Was sagen Sie? Handschuhe in seinem Arbeitszimmer? Ja, schwarze Lederhandschuhe. Ich dachte, er hätte sich an den Händen verletzt. Axel, Herr Kowalski kam wieder runter. Gerd, mach uns bitte einen Termin beim Haftrichter. Wo ist dein junger Sekretär? Wahrscheinlich hat ihn die Polizei verhaftet. Warum? Dein Mann hat seinen Vater erschossen. Das wusstest du? Ja, von Anfang an. Und du hast Josef nie ein Wort davon gesagt? Hätte ich es tun sollen? Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Also, was haben wir? Wir haben eine Ehefrau, die einen Geliebten hat. Außerdem ist Jana Gerber Alleinerbin eines beträchtlichen Vermögens. Dann haben wir Paul Röver, ihren Geliebten, der sicher froh ist, seinen Konkurrenten los zu sein. Wir haben seinen besten Freund, Thomas Helmer, den Josef Gerber um Ruhm und Erfolg betrogen hat. Und wir haben Sven Kröger, alias Bernd Kowalski, dessen Vater erschossen wurde. Und vergiss den Bang nicht, den Josef Gerber als Informanten benutzt hat. Alle haben ein Motiv. Alle haben sie das Opfer gehasst.
Könnt ihr mir sagen, warum Josef Gerber in seinem Arbeitszimmer Handschuhe trug? Ist das wichtig? Es ist wichtig. Wir haben Motive, wir haben Verdächtige, aber wir haben keine konkreten Spuren. Werner! Was ist? Werner, warum trägt jemand Handschuhe in seiner eigenen Wohnung? Um keine Spuren zu hinterlassen. Ja, genau. Du, der Zettel vom Tatort, wo ist der? Bei der Akte. Ah ja, da ist er. Seite 68. Menschenskind, wir waren ja blind. Wir müssen sofort in Gerbers Arbeitszimmer. Komm. Guten Tag. Entschuldigung, wir müssen Sie noch mal stören. Ich dachte, Sie hätten den Täter. Dürfen wir reinkommen? Bitte? Ich muss noch mal in das Arbeitszimmer von Ihrem Mann. Wenn Sie wollen, Sie kennen ja den Weg. Welche Bücher hat Ihr Mann kurz vor seinem Tod gelesen? Er las immer mehrere Bücher gleichzeitig. Schlag bitte bei jedem Buch die Seite 68 auf. Da ist nichts. Was suchst du eigentlich? So genau weiß ich das selber noch nicht. Computer, Leo. Computer? Woran hat Ihr Mann zuletzt gearbeitet? An einem Roman. Er hatte den Arbeitstitel Das Testament. Das Testament. Kannst du damit umgehen? Ich versuch's. Hast ja gehört, der Titel ist Das Testament. Das ist der Anfang des Textes. Versuch, die Seite 68 zu finden. Gut, druck mir das aus. Geht Sie bitte in der Abstellkammer nach, ob da irgendwo in einem Eimer ein paar Handschuhe liegen. Was hat das zu bedeuten? Ich finde, Sie schulden mir eine Erklärung. Frau Gerber, ich möchte Sie bitten, heute Nachmittag um 15 Uhr mit Herrn Röver zu Thomas Helmer zu kommen. Ihr Mann hat uns alle zum Narren gehalten. Tatsächlich. Im Eimer unter den Putzlumpen. Und das hier auch. Das Betäubungsmittel. Ja, der Fall ist abgeschlossen. Da kommen Sie nur, Herr Kress wird jeden Augenblick hier sein. Das ist reichlich melodramatisch, was Sie hier veranstalten. Wie in einem schlechten Roman. Es ist aber kein Roman. Herrgott, ich bin nur hier, weil Jana mich darum gebeten hat. Schlimm genug, dass wir auch noch zu Josefs Beerdigung müssen. Guten Tag. Haben Sie den Täter, Herr Kress? Ja. Ja, und wer ist es? Hören Sie zu, es lohnt sich. Wenn dieser Abschiedsbrief, sollte er je gefunden werden, gelesen wird, bin ich tot. Ich werde meinem Leben selbst ein Ende setzen, aber ich mache es euch nicht leicht. Kurz vor meinem Tod werde ich ein Betäubungsmittel zu mir nehmen. Es wird mir noch so viel Zeit bleiben, die Handschuhe und die Medikamentenflasche im Abstellraum in einem Eimer zu verstecken und zurück in den Keller zu gehen. Ich werde nichts berühren, nur die Schlinge, die ich mir um den Hals lege. Warum ich das tue? Ich habe eine Frau, die mich nur noch verachtet. Sie betrügt mich. Ihr Liebhaber nennt sich mein Freund. Meinen wirklichen Freund habe ich um seinen Erfolg betrogen. Er hasst mich. Eine Sekte verfolgt mich mit ihren Drohungen und ich habe vor 2 Jahren einen Menschen erschossen. Damit werde ich nicht fertig. Ich hinterlasse 3 Bücher und einen Scherbenhaufen. Das ist nicht genug.